Herzlich willkommen, liebe Rennsportfreunde, bei Motorsport Online von Fans für Fans zur DTM-Saisonvorschau 2022. Alle Teams, alle Fahrer. Heute mit dem Grasser Racing Team. Das Team von Gottfried Grasser ist im GT-Sport schon in vielen Meisterschaften unterwegs gewesen. Zuletzt vor allem im GT Masters und in der IMSA Sports Car Championship. In letztere haben sie in 2019 in der GTD-Klasse die 24 Stunden von Daytona und die 12 Stunden von Sebring gewonnen. Die Mannschaft aus Österreich ist vor allem durch den Einsatz von Lamborghini-Rennwagen bekannt. Dies wird mit Werksunterstützung auch beim Einstieg in die DTM so bleiben. Das Team wird dabei in die Vollen gehen und sich komplett auf die Serie konzentrieren und vier Huracan GT3 Evo einsetzen. Nach den Titelgewinnen in der Blancpain GT-Serie in 2017, heute unter GT World Challenge Europe bekannt, wollen sie nun mit einem interessanten Fahreraufgebot in der DTM Erfolge feiern. Allen voran der Name Mirko Bortolotti sorgt bei den Fahrern für Aufhorchen. Als wahrscheinlich schnellster GT3 Huracan-Pilot der Welt wird er nun zeigen können, was er als alleiniger Fahrer auf einem Auto über eine komplette Saison leisten kann. Einen Vorgeschmack gab es bereits beim Gaststart in Assen in 2021 mit Platz 2 und der schnellsten Rennrunde im ersten Lauf. An seiner Seite fährt Rolf Ineichen. Der Unternehmer aus der Schweiz ist seit vielen Jahren auf professionellem Niveau unterwegs und weiß durchaus mit den Profis mitzuhalten. Als langjähriger Stammfahrer des Teams darf er sich nun auch auf das Abenteuer DTM freuen. Den dritten Rennwagen pilotiert Alessio De Leda. Der Italiener macht seinen Weg in den Motorsport zuerst auf zwei Rädern und danach über den Formelsport bis in die Formel 2. Nun ist der Juniorfahrer der Squadra Corse im GT-Rennsport. Es wird sich zeigen, wie er den Umstieg aus den Einsitzern in den GT3 meistern wird. Der vierte im Bunde und der erste Fahrer, der offiziell verkündet wurde, ist Clemens Schmid. Der Tiroler verfügt bereits über viel GT3-Erfahrung und kann als Österreicher in einem österreichischen Team die Fahnen unserer Nachbarn hochhalten. Neben dem tollen Fahreraufgebot ist die Verpflichtung des ITC-Champion und zweimaligen DTM-Vizemeisters Manuel Reuter eine Überraschung. Er wird als Teammanager und sportlicher Leiter die Geschicke von GAT leiten und seine langjährige Erfahrung im Motorsport mit einbringen können. Für die DTM ist der Einstieg der Grasser Racing Gruppe mit Sicherheit schon ein Gewinn und verspricht viel Spannung und möglicherweise dieses Jahr schon den ersten Sieg für Lamborghini in der Traditionsrennserie. So viel vom Grasser Racing Team. Was meint ihr zu dem Team und wie schätzt ihr die Fahrerpaarung ein? Schreibt es unten in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.